Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge der Fußballpfanne. Ja, heute reden wir mal über meine Erfahrung in Barcelona. Ich war in Barcelona und habe mir ein Fußballspiel angeguckt von Barcelona. Und einmal auch in Hamburg, als sie in Hamburg waren, dann bin ich nach Hamburg gegangen, um mir dort auch nochmal den Barcelona anzuschauen. Am 23. Oktober war ich das erste Mal bei einem Barcelona-Spiel und habe dort die Spieler hautnah gesehen, erlebt. Dort habe ich auch das erste Mal Gavi live gesehen, nur ein paar Meter von mir entfernt war. Genau, das war auch das Spiel, wo Maguiu sein Debüt hatte und nach 33 Sekunden ja direkt sein erstes Tor geschossen hat. Also Debüt und Tor direkt im ersten Spiel. Das war das große Spiel von ihm. Und ja, wer weiß, wenn er mal irgendwann ein Ultra-Fußballer wird, kann ich sagen, ja, ich war bei seinem Debüt dabei, bei seinem allerersten Tor für den FC Barcelona. Ja, das war in der La Liga. Dann habe ich noch in Hamburg ein Spiel von Barcelona gesehen in der Champions League gegen Shakhtar Donetsk. Und dort, ja, haben sie leider verloren. Und genau, da habe ich dann auch das letzte Mal Gavi gesehen. Das war, glaube ich, am 8. November. Ja, da war das letzte Mal Gavi. Ach ja, was ich noch vergessen habe zu erwähnen, ich habe eine Aufnahme hat es von mir in ein Instagram-Edit geschafft. Ich zeige euch mal hier. Das habe ich im Stadion aufgenommen. Muss man ein bisschen vorspulen hier. Genau, da war gerade Halbzeitpause. Oh mein Gott, das kann man ja gar nicht sehen. Hier. Das ist Gavi und Fermin. Und ja, auf einmal gucke ich auf Instagram. Also ich habe diesen kurzen Part auf Instagram gepostet. Auf einmal gucke ich in ein Instagram-Reel. Mit 100.000 Aufrufen. Mal schauen, ob ihr die Szene wiedererkennt. Tja, richtig lang auch. 18.000 Likes, 100.000 Aufrufe. Und weil ich ja in Hamburg war, hat mir der Veranstalter auch ein paar Monate später geschrieben, ob ich nicht Bock hätte, vielleicht Tickets für die EM zu bekommen. Da habe ich mich natürlich nicht lumpen lassen und habe mir ein Spiel in Düsseldorf hier geholt. Die Tickets werden ja immer teurer, desto weiter es geht. Hier ist ja Viertelfinale, das letzte Spiel in Düsseldorf. Deshalb habe ich einfach eins der Gruppenphase genommen. Und da war auch Spanien dabei. Also werde ich nochmal ein paar Barcelona-Jungs sehen vielleicht. Und genau, Atletico, der Captain, der Kapitän ist ja Alvaro Morata. Genau, die kommen alle nach Düsseldorf. Also ich hoffe mal, dass auch noch Pedri und Yamal und Kubacsi wenigstens nach Düsseldorf kommen. Gavi kann ja leider nicht wegen seiner Verletzung. Da haben die ja direkt gesagt, nee, der wird nicht bei der EM mitspielen. Deshalb hoffe ich noch ein paar andere Barcelona-Leute zu sehen. Und ja, die kommen alle hier in meine Hometown. Da freue ich mich sehr darauf, auf das EM-Spiel am 24. Juni. Da werde ich dann in Düsseldorf live dabei sein. So, Gavi ist ja mein absoluter Lieblingsspieler und dann habe ich mich auch mal gefragt, jetzt wo mit der AI ja alles möglich ist, also KI AI, habe ich mich mal gefragt, wie würde sich Gavi eigentlich auf Deutsch anhören? Hier zwei Szenen. Hallo, wir sind Gabi und Demeré. Wir machen die 7-Sekunden-Herausforderung zu Thema und Klassiker. Gib dem Video ein Like, abonnier und folge Barca auf allen sozialen Netzwerken. Prost! Ich mag die Farbe wirklich sehr. Ich habe viele Dinge in dieser Farbe gesehen und es ist überraschend. Beginnen wir mit Ernst? Ja. Nun, Joe in GK fragt uns, wie du die ersten Trainingseinheiten mit der ersten Mannschaft erlebt hast. Um ehrlich zu sein, war ich ein bisschen nervös. Aber nichts, wenn man mit den Besten zusammen ist, habe ich immer versucht, von ihnen zu lernen und mich so wohl wie möglich zu fühlen. Und jetzt kommen wir zu einer besonderen Aktion hier. Und zwar gibt es ab dieser Folge bis zur vorletzten Folge, weil im Finale wird dann die Aufklärung kommen. Und zwar gibt es ab jetzt, jede Folge, das Jubelquiz der Fußballpfanne. Dort müsst ihr erraten, welchen Jubel ich mache. Das werdet ihr gleich sehen. Ich bin weit weg und werde einen Jubel jeweils pro Folge machen und dann in der letzten Folge gibt es die Auflösung, welcher Jubel was war. Und ja, ihr könnt ja mal in den Kommentaren mitraten. Viel Spaß mit dem ersten Quiz, mit dem ersten Jubelquiz der Fußballpfanne. Tja, da wären wir auch schon in Tokio. Heute starten wir mit dem ersten und auch dem einfachsten Jubel. Viel Spaß. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. War sehr einfach. Weiter geht's in der nächsten Folge. Viel Spaß zurück ins Studio. So, jetzt kommt noch ein Zusammenschnitt von ein paar Fußballszenen. Keine Ahnung, das, was ich so
gefunden habe von Szenen, keine Ahnung, hier mal einen Haufen Szenen, habe ich mal ein bisschen was zusammengeschnitten, viel Spaß. Obsessing on and stressing all the little things when I should be living life and soaking up the memories. I know I've been selfish, I have no excuse to give you, it's true. Hanging by a thread's how I live. I don't know why, but I feel more comfortable living in my agony, watching my self-esteem go up in flames, acting like I don't care what anyone else thinks, when I know truthfully that that's the furthest thing from how I feel. But I'm too proud to open up and ask you to pick me up and pull me out this hole I'm trapped in. The truth is I need help, but I just can't imagine I was happy, yeah. Been this way so long, it feels like something's off when I'm not depressed. I got some issues that I won't address. I got some baggage I ain't open yet. I got some demons I should put to rest. I got some traumas that I can't forget. I got some phone calls I've been avoiding. Some family members I don't really connect with. Some things I said I wish I would've not let slip. Some hurtful words that never should've left my lips. Some bridges burn, I'm not ready to rebuild yet. Some insecurities I haven't dealt with yet. I'll be the first to admit that I'm a lonely soul, and the last to admit I need a hand to hold. Losing hope, headed down a dangerous road. Strange, I know, but I feel most at home when I'm living in my agony, watching my self-esteem go up in flames, acting like I don't care what anyone else thinks, when I know truthfully that that's the furthest thing from how I feel. But I'm too proud to open up and ask you to pick me up and pull me out this hole I'm trapped in. The truth is I need help, but I just can't imagine who I'd be if I was happy. So, wir sind ja in einer Welt der Fußballpfanne und da ist auch sicherlich wichtig, Sachen abzusichern. Und zwar muss jetzt Fermin Lopez muss jetzt am Ort des Schicksals einmal gewinnen. Und zwar auf Rebirth Island. Seid gespannt auf die nächste Folge und ciao.